Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lufia, The Legend Returns. Wir sind hier in einer Stadt, dessen Namen ich vergessen habe. Und, Thompson-Höhle. Irgend sowas war das doch. Diese Höhle, wo ich überlevelt war. Thomas-Höhle. Ich sag Thomas. Es ist noch nicht so lange her, dass ich Lufia gespielt. Thomas, oder? Thomas! Ach, ich bin so gut. Na, ja, wir sind hier in Thomas und jetzt wollen wir mal den Piraten ein bisschen auf die Mütze geben. Ich muss mal schauen, ob ich vollgeheilt bin. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Dann wollen wir doch mal hier zum Kapitän gehen. Wenn ihr Tickets habt, können wir ablegen. Aber wollt ihr das wirklich? Natürlich! Gut, dann kommt an Bord. Gut, wir legen ab. Bin schon gespannt. Dürfte dann die Piraten kommen, dann dürfen wir den ordentlich auf die Mütze geben. Grüße an die Wellen. Gibt es wirklich Piraten? Ja, da ist ein Schiff. Spike, sieh mal, da ist ein Schiff. Ich habe noch nie in meinem Leben ein zweites Schiff gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es zwei Schiffe gibt. Es rast genau auf uns zu. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Wie kann das Schiff auf euch zurasen? Rein theoretisch gesehen habt ihr Rückenwind, da ihr euch fortbewegt habt. Somit habt ihr Rückenwind. Wie kann das Teil gegen den Wind auf euch zurasen? Hat es unten Düsenjet reingebaut oder was? Was zum Geier? Wie? Nein, ich frag nicht. Hier ist noch so ein Weichei, Bruderherz. Alle fesseln. Yo, Chef. Seid ihr die Piraten, die Schiffe in dieser Gegend angreifen? Nein, die sind nur hier, um Kaffee zu trinken, Spike. Vielleicht noch ein Stückchen Kuchen essen, aber nicht mehr. Hä? Was sollten Piraten wohl anderes angreifen als Schiffe? Wenigstens einer, der ein bisschen intelligent ist. Bist du ein kleiner Dummkopf, oder? Schön. Sehr schön. Warum nennt dich jeder andauernd Dummkopf? Ja, warum wohl? Weil du einer bist. Verflixt. Was ist denn mit dem los? Die Piraten gefallen mir. Hey, bring unseren Anführer nicht zum Weinen. Seit wann ist der Anführer? Was sind das nur für Typen? Verprügeln wir sie einfach, Bruderherz. Seit wann ist er der Anführer? Wieso? Jo, diese Idioten würden sowieso keinen guten Kampf liefern. Ja, mit so einem Anführer? Wer bist du? Suchst du Streit? Ihr solltet euch lieber nicht mit mir anlegen. Gehen wir, Leute. Ja. Prima, Eimer. Bemerkenswert. Der Boss der Piraten muss in dem Schiff da drüben sein. Wetten, dass da auch noch Schätze sind? Seid vorsichtig. Geht klar. Entern wir das feindliche Schiff. Ja. Ja. Okay. Ist klar. Guckt mal, ich kann über Löcher laufen. Okay. Ich kann ja auch über Löcher laufen. Naja, gehen wir mal ins Schiff. Vielleicht da drüber? Ja, tatsächlich. Was soll es darstellen? Das ist eine Kiste. Eine Belebung, oh. Und ein Blitzbumerang, okay. Warum nicht? Warum wundert es mich jetzt nicht, dass das Piratenschiff wieder dungeonförmig aufgebaut ist? Was habt ihr alle für Schiffe bzw. Keller? Eine merkwürdige Welt ist das. Die Logik fehlt mir in dem Spiel, das muss ich mal wirklich dazu sagen. Dungeons hin und her, Dungeons sind ja gut. Aber Dungeons, wo keine Dungeons hingehören, nein. Was? Wieso heißt der Baum Strom? Wieso? Was hat das für einen Sinn? Das ist eindeutig ein Baum.
Ein giftgrüner Baum. Wieso heißt der Strom? Wieso? Wieso macht ihr sowas, Spieleentwickler? Wieso macht ihr sowas? Naja. Spielen wir einfach weiter. Es ist ja ein schönes Spiel, so ist es ja nicht. Ein sehr, sehr schönes Spiel, das mir sehr viel Spaß macht, muss ich sagen. So, ich sehe gerade, ich müsste dann vielleicht mal Maris ein bisschen heilen. Der liebe Dai könnte auch eine Heilung vertragen. Aber das mache ich dann lieber mal mit Items. Nein, nicht alter Text. Objekte. Verwenden. Erhöht Wissen. Da gebe ich mal der. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas hatte. Habe ich irgendwie HP ein wenig? Da, Heiltrank. Ja, wunderbar. Brauche ich doch erstmal den Kack auf. Den ganzen Kack, den eh keine Sau braucht. Halt, da geht ja noch mehr. So, wunderbar. Und wieder voll geheilt. Hoffe ich mal. Nehme ich mal an. Eventuell. Unter Umständen. Ein Süßwasser. Hier ist nichts mehr. Ich schätze mal, dann könnte ich die Treppe mal nach unten gehen, weil ich finde ehrlich gesagt nichts mehr. Aber die Musik hier auf dem Piratenschiff ist cool. Muss ich mal so anmerken. Die ist echt cool. So, jetzt mach die mal bitte ein bisschen schneller kaputt. Ach ja, man merkt es ja wahrscheinlich. Ich habe nicht gelevelt. Ich habe mir überlegt, ob ich offscreen ein bisschen leveln will. In dieser Imba-Höhle da. Thomas-Höhle. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Was auch darin liegen könnte, dass ich keine Zeit dazu hatte. Könnte auch darin liegen. Gehen wir gleich mal noch eins runter. Okay, wie sieht's denn hier aus? Dann nehmen wir mal hier den. Und dann malen wir das da drüben noch, da ist nix. Mit einem Gegengift eine Truhe, okay. Schon wieder rosa Piraten. Rosa, lila oder was das dann sein soll. Vor allem, sie haben rote Augen. Leute, rote Augen. Das besagt nichts Gutes. Ich habe gerade 10, Spike hat auch rote Augen. Zombies haben immer rote Augen. Leute, das besagt nichts Gutes. Wahrscheinlich sind sie nur irgendwie ausgerutscht und in eine Brühe voll Erdbeermarmelade gefallen. Weswegen die Augen so rot sind. Garantiert. So, ist da noch was? Sag mal, ist hier irgendwo mal vielleicht ein Geheimgang? Yes, das ist nice, Marisa tot. Habe ich jetzt gerade gesehen? Ihr leckt mich am Arsch, die krepiert mir ja beinahe. Das haben wir gleich. So. Yes, das na. Schon wieder halb tot, die Dame. Ich mag Marisa, muss ich sagen, aber sie hat eine wahnsinnig schlechte Verteidigung. Oh. Ein Heilsirup. Hier ist nirgends wo was versteckt. Das gast mich jetzt langsam echt ein bisschen an. Ein Schrei. Ich stell mir das jetzt gerade so vor, wie das ist, wenn man einen Schrei findet. In einer Truhe. Macht mir die Truhe dann auf und die schreit einen an, oder was? Wenigstens haben wir einen alten Text gefunden. Ich glaube, Eisschlag, oder? Eisschlag, ja.
Greift alle an. Schaden mal 1,0. Also Eisschaden dann einfach, oder? Dardai. Darfst du lernen, ich erlaub's dir. Du hast die Berechtigung dazu. Gehen wir noch eine Ebene runter. Was bist du hier eigentlich? Hallo? Ich möchte... Hallo? Hey! Hört mal auf mit dem Scheiß hier! Ich möchte gegen dich kämpfen! Na warte! Ich habe schon eine Idee, wie ich das mache. Verdammt! Mann! Ich will nur gegen das Teil kämpfen! Kleine über die Treppe? Ja, keine Ahnung. Verdammt, wie kriege ich den dazu? So? Vielleicht? So. Noch nicht ganz. So aber. Ach, keine Ahnung, gegen den kann man einfach nicht kämpfen. Jetzt wollte ich mal gegen den Gegner kämpfen, aber nein, dann erlaubt es mir das Spiel nicht. Oh. Sammeln. Das klingt irgendwie nach Sammeln. Nach so Magiesteigerung und so. Erhöht. Oh, ATP. Ach stimmt, das kann die Random doch schon. Spike oder Eimer? Eimer. So. Okay, ich bin anscheinend ganz unten angekommen. Und hier habe ich eine zwei Kisten gesehen. Ein Frostring und ein Geisttropfen. Ja, ich bin mit den Ringen ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen. Erlaubt Verwendung von was? Okay, der ist nicht ganz so gut. Nehme ich den. So, jetzt ist hier der Giftring, genau. Den kann ich jetzt dir geben. Oder auch nicht. Oder dir. Oder auch nicht. Dann hat sich's eh schon erledigt. Speichern wir mal. Wunderbar. So, hier müssten dann jetzt die Piraten sein. Ah, das sind sie ja. Bin ich voll geheilt? Haben wir gleich. So. So. Heiltrank. Nein, bin ich nicht. So, wenn, dann möchte ich komplett voll geheilt sein. Auch wenn ich extrem überlevelt bin. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr es so weit schafft. Mein Ghetto Blaster funktioniert nicht richtig. Was ist mit diesem Haufen Waffen? Versuchst du einen Krieg anzufangen? Scheiß Ghetto Blaster! Diese Waffen? Das kann doch nicht sein! Bist du nicht Randolph, der Befehlshaber der königlichen Wachen? Wurden diese Waffen nicht kürzlich an das Königreich geliefert? Oh, das ist dir aufgefallen? Stimmt, sie gehören jetzt dem Minister von Allstadt. Also stimmt es. Was bedeutet das? Oh Gott, Spike, jetzt kauf dir mal ein Hirn. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Überleg mal, warum greifen die Piraten bitte dann die Leute an, hm? Warum haben die Piraten so viele Waffen an Bord, hm? Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass die Piraten böse sind und mit diesen Waffen mehr wollen, als nur zu schießen? Besteht diese Möglichkeit vielleicht, Spike, hm? Besteht das? Money, money, hm? Mein Gott. Halt dich da lieber raus. Ja, gute Idee, Sina.
Es gibt kein Gesetz über militärische Ausrüstung. Sie haben illegal Waffen von den Piraten gekauft, sage ich doch. Verstehst du das richtig? Verstehe, das ist egal. Es war nicht unsere Idee. Achso, Entschuldigung. Es war nicht unsere Idee. Ja, passt schon. Das Königreich hat uns gebeten, diese Waffen zu besorgen. Ich sag's ja, das Königreich hat Dreck am Stecken. Was? Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott. War in dem Rasierschirm einfach doch Gift drin? Da steckt der Raff dahinter. Ich kann nicht glauben, dass der Piraten Waffen schmuggeln lässt. Nun, die Marine von Altstadt lässt uns deswegen in Ruhe. Da ihr nun das Geheimnis kennt, müssen wir euch leider zum Teetrinken einladen. Ja, versuch's. Kein Kommentar. Kein Kommentar auf diese Farben. Der Piratenboss an sich hat ein rosa Mantel und einen rosa Hut. Und seine Mitstreiter sind Hulk. Okay. Okay. Warum nicht? Spike, du kannst nichts Interessantes. Sina. Na verdammt. Nein. Na. So, jetzt hat. Kannst du hier irgendwas Tolles? Nee. Spike, greif mal normal an. Eimer, mach du mal bitte sammeln, aber vorher möchte ich Fake. SPD für einen Freund. Ja, warum genau habe ich dir das gegeben, wenn du eh nicht zaubern kannst? Ach, keine Ahnung. Machen wir mal sammeln, bitte. Dai? Du machst mal bitte... Na, sie fix! Wo hab ich's denn? Da, Erfassung war das, oder? Jawohl. Auf dem Piratenkopf. Er ist nicht sehr schnell, habe ich das Gefühl. Was? Was? Hä? Ach so. Das bedeutet, die Piraten greifen einmal an und hauen dann gleich wieder ab. Und er ruft dann gleich wieder neue. Ah, so läuft der Kampf. Ich verstehe schon. Breitseite auf den hier. Mach doch mal bitte den Splitter. Ja, ist guter Schaden, würde ich mal sagen. Ja, ich bin mit dem Schaden durchaus zufrieden. Überaus zufrieden, muss ich sagen. Ja, es läuft tatsächlich so. Die greifen einmal an und hauen dann ab. So läuft der Kampf. So läuft der Kampf. Du machst mal bitte Champ. Und du... Oder du... Mach mal ATP von dir besser. So, jetzt erstmal kurz wieder ein bisschen heilen. Und schon geht's mir besser. Sehr schön. Eine merkwürdige Art zu kämpfen, muss ich jetzt mal dazu sagen. Aber sie ist mies. Ja, und jetzt greift er nochmal so an. Aha, ich check den Boss schon. Keine Angst, ich check ihn schon. Was ich da machen muss. Machen wir mal auf sie. Oh, wobei, bei ihr ist es tatsächlich am unlogischsten, weil sie hat schon so lange. Das heißt, sie wird eh wahrscheinlich relativ bald auftauen, sage ich jetzt mal.
Champ. Und du darfst normal angreifen. So. Ich habe jetzt gerade gemerkt, Kur geht auf alle. Das ist natürlich schön. Auf alle in einer Reihe. Das ist sehr, sehr gut. Damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. So. Ich merke schon, der Part ist schon vorbei, aber what the fuck. Aber ich will den einfach noch beenden, den Kampf. Ich hoffe mal, ich schaffe das jetzt noch rechtzeitig. Komm mal stark. Breitseite. Und du darfst wieder nochmal angreifen. Ich muss gerade... Okay, er ist besiegt. Ich muss gerade sagen, der Kampf wäre ein bisschen anders verlaufen, wenn ich nicht so krass überlevelt wäre. Muss ich wirklich mal sagen. Der wäre ganz anders verlaufen. Denn so piss einfach war der Kampf gar nicht. Wie gesagt, wenn ich nicht überlevelt gewesen wäre. Interessant. Vielleicht sieht der Level, der Schwierigkeitsgrad in dem Spiel einfach extremst an. Es würde mich echt mal interessieren, ob der Schwierigkeitsgrad im Spiel einfach von Mal zu Mal brutalst anzieht. Das bedeutet, ich muss viel leveln. Wäre jetzt mal interessant zu wissen, weil, naja, der Kampf hier, der war schon nicht ganz ohne. Für mich piss einfach, ja. Aber ich stelle es mir jetzt gerade vor, ein paar Level weniger hätte gefährlich werden können. Aber okay, ich würde mal sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal genau an, ob das wirklich so ist. Und vor allem, wie es jetzt weitergeht, da die Piraten ja schmuggeln, wir sie jetzt aber aufgehalten haben. Wie das jetzt weitergeht mit der Belieferung der Waffen das Königreich und wer jetzt alles beim Königreich Dreck am Stecken hat. Das alles und noch viel mehr erfahren wir sicherlich beim nächsten Mal. Also gut Leute, das war dann mein Let's Play Lufia The Legend Returns für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.